Als Verkehrshindernis wurde der erste Smart vor 20 Jahren wahrgenommen, wenn er sich mit seinem schwachbrüstigen Suprex-Motor und automatisiertem Schaltgetriebe hoppelnd in Bewegung setzte. Das ist längst vorbei. Heute zeigt der Smart anderen Verkehrsteilnehmern beim Ampelstart oft frech die Rückleuchten. Besonders dann, wenn es sich um die vollelektrische Variante handelt, die im Frühjahr 2017 unter der etwas sperrigen Bezeichnung Smart 4.2 Electric Drive auf den Markt kommt. Der im Heck platzierte Drehstrom-Synchronmotor, ein von Renault zugeliefertes Aggregat, liefert ansatzlos stolze 160 Newtonmeter Drehmoment. Die Maximalleistung liegt bei 81 PS. Damit spurtet der Flitzer wie vom Gummiband gezogen in 4,9 Sekunden auf 60 km/h. Die klassische Disziplin von 0 auf 100 wird in 11,5 Sekunden absolviert. Und zwar ohne jegliche Schaltpausen. Eine Übersetzung genügt, und zwar bis zur Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. An diesem Punkt läuft der 4.2 spürbar in den Abregler. Es wäre wohl deutlich mehr drin, doch das würde die Reichweite reduzieren. Bis zu 160 km weit kommt der Zweisitzer offiziell, bevor die Batterien nachgeladen werden müssen. Im realistischen Fahrbetrieb dürften es rund 130 bis 140 km sein. Das liegt ungefähr auf dem Niveau des Vorgängers und habe sich laut Daimler als völlig ausreichend erwiesen. Der Smart ist also als Stadtauto gedacht. Wenn der Stromvorrat zur Neige geht, kann der 17,6 Kilowattstunden große Lithium-Ionen-Akku in relativ kurzer Zeit aufgeladen werden. Von 0 auf 80% verstreichen an der Haushaltssteckdose 6 Stunden. An einer Wallbox reduziert sich die Ladezeit auf 3,5 Stunden. Und wenn der 22 Kilowatt Schnelllader eingebaut ist, verbleiben ganze 45 Minuten, bis der Akku die 80%-Schwelle erreicht hat. Der 4.2 Electric Drive kostet knapp 22.000 Euro. Für den 4.4 werden 22.600 Euro fällig. Und das schicke Cabrio kostet rund 25.000 Euro. Davon dürfen 4.400 Euro gleich wieder abgezogen werden. Denn auf diesen Betrag beläuft sich die Subvention, mit der die zögernde Bevölkerung staatlicherseits zum Umstieg auf Elektroautos gelockt werden soll. Wer beim Smart Electric Drive oder kurz Smart ED zugreift, der erhält einen praktischen Kleinstwagen mit konkurrenzlos niedrigen Betriebskosten.